Ambos lasse ich mal hier unten, weil wir haben sowieso noch einen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal los. Ah, da irgendwas siehst du, da fehlt immer was. Da kann ich hier 3 Banner reintun. Mein Gott, das brauche ich eh nicht. Der nimmt mir einfach, Stein mit. Das ist die Minecraft, das ist voll sinnlos mit den ganzen Minecrafts. Die brauchen wir eh nicht. Die können wir alle hier lassen. Irgendwann finden wir sie mal wieder und denken uns, ey cool, da waren wir ja mal drinnen. Nehmen wir auch die Fackeln, die brauchen wir auch nicht mehr. Stein ist viel wichtiger als die ganzen Mist. Genau. So. Los geht's. Oben ist gerade... Oh. Oh. Ich sehe gerade, da oben kommen wir nicht lang. Toll. Warum komme ich da oben nicht lang? Das ist jetzt suboptimal, möchte ich meinen. Moment. Jetzt wird es hier so ein Jump'n'Run-Game. Das verrate ich euch hier auch. So, Moment. So, machen wir es. Oben ist gerade noch Tag. Das gefällt mir super. Wir haben kein Schwert mehr. Dann müssen wir uns zu Hause dann craften. Und dann schauen wir mal, dass wir uns da ein bisschen... Was zusammen craften jetzt, das ist natürlich super, ich wollte das so hier rein, obwohl wir waren hier, glaube ich, über 10 Folgen jetzt unten, also es sollte mehr als reichen. Wir haben mega viele Rohstoffe mitgebracht, also was wir da unten gefarmt haben, mit so einem bisschen Strip Mining und einer super geilen Axt, das wird, ist mega geil. Wir haben, habe ich den gerade dabei? Ne, habe ich nicht. Wir haben, ich glaube, 19 und 64 Diamanten, dazu haben wir noch einige schon verballert, also sagen wir mal, wir haben... gut 90 Diamanten da unten gefunden. Plus die, die wir noch nicht verarbeitet haben. Du musst ja auch sehen, wir haben noch die Diamanten, die wir noch jetzt nicht machen können, weil wir keine Glückszeige mehr haben. Wenn wir die nochmal verarbeiten, ich glaube, das waren auch nochmal so 9. Da kommen wir bestimmt auch nochmal mindestens auf 20 Diamanten. Womit wir bei über 100 Diamanten werden, die wir gefunden haben. Und das ist mega geil. Ich würde gerne gucken, wo wir überhaupt sind und wo wir hinkommen. Ich lasse natürlich erstmal das Texture Pack drinnen, aus dem Grunde, dass bei der Honeyball das die Banner nicht angezeigt werden. Es ist, glaube ich, weiß gar nicht, was für ein Texture Pack das ist bei der Honeyball. So, und da sind wir wieder, unserer schönen trauten Welt hier. Nö. Ich lag zum Glück auch gerade überhaupt nicht. Wieso habe ich mir so wenig FPS? 23. 20. So, da können wir doch hier sicher gleich mal. Moment, machen wir gleich mal. So, klack, klack. Da machen wir hier mal ganz kurz. Flip und flip und. So, komm mal her. Büschi. So. Da hänge ich hier jetzt einfach mal. Ja, das sah so spitze aus. Dann hänge ich hier einfach mal so ein Ding hin, so ein Banner. Da kommt eine Treppe rein. Moment, die können wir auch mal schnell machen. Treppe, 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 Treppe. Treppe, 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 Treppe. So, Treppe, über zum Glück überhaupt nicht viel oder so, oder übertrieben, oder alles Mumanen, Kreise hier. Dann da deren Kürbis habe ich jetzt leider gerade nicht, den müssen wir uns abfarmen. Und da kommt dann gleich ein Lapis Lazuli Banner hin, das machen wir uns gleich. Habe ich nämlich gerade leider nichts dabei, habe ich dann vielleicht hier schnell jetzt mal ein Stück, was ich umtauschen kann. Ach ja, soll das da reinmachen? Ja, super. Dann nehmen wir uns das Banner. Achso. So, und dann stellen wir einfach mal. Na, oh, warum die Tür sind wir da unten hin machen? So. Da oben fehlt Zäune, die haben auch mitgebracht. Super. Und da haben wir eine Effizienzglück 1 Hacke noch. Und eine. Ja, und geil.
Du brauchst mir jetzt Spaß weg hier. Wurde auch Magic mein Let's Play gefragt, warum ich denn so eine Unordnung in meinen Kisten habe. Ja, ja, wenn die Leute mal wüssten, wie sie hier im... Boah, Alter, voll. Hier haben wir ja keine Unordnung, das ist nur Magic mein Let's Play so. Musst du dann schon mal raus dann. Kommt das da auch mal raus, dann kann man hier die Steine jetzt da mal reinpacken. Hieß ja da jetzt auch nicht mal zu suchen. Auch das da nicht, dann packen wir mal das so rein. Dann kommt das hier getauscht mit dem und so, so, so. Tausch, 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 tausch. Super, lass die Kiste voll. So. Und dann werde ich auch hier, Moment mal hier. Da haben wir so Holz drin, ne? Dann müssen wir hier mal ganz kurz... Wir haben doch hier irgendwo Holzcrafting. Haben wir nichts Holziges dabei? Verwirrend. Dann mal ganz kurz hier. Momento. Wir haben nur so wenig Kisten. Wenn wir mal Kisten machen. So. Stein. Da kommt dieses andere Zeug rein. So. Tada. Mehr Stein. Stein, Stein, wieder Holz. Alter, das ist so viel, was wir einfach haben. Dann kommt das hier rein. Was ist das? Neferquarz. Netherquarz. Eisenbarren haben wir hier. Dann räume ich die Kisten kurz noch in die Holzcrafting-Kiste rein. Das kann hier rein. Dann tun wir... Das Werkzeug lege ich erstmal ganz kurz. Wir haben auch noch Zeug ohne Ende drin. Moment. Ah, die Eile auf Minecraft-Schilder. Können wir ja mal nutzen. Dann machen wir nämlich hier. Erze. Kohle und wie nennt sich das Zeug? Redstone. Redstone. Und hier haben wir Stein 2. Okay, super. Dann kommt hier Redstone rein. Dann haben wir hier einen Meterwarzen. Die kommen erstmal da rein. Dann haben wir hier einen Magma-Cream, die kommt hier rein. Dann haben wir die Knochen, die kommen hier rein. Da, Meterwarzen. Meterwarzen kommt hier rein. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Bücher haben wir, die brauchen wir gleich. Gehe ich erstmal da hoch. Schilder kommen natürlich hier oben rein. Er macht wieder einseitige Folge hier. Ja, Moment, Lederkappe, Feuerschutz, da kommt da rein. Und dann tun wir machen, ganz kurz. Meine ganzen Diamantspaß hier rein. Das tun wir gleich noch nochmal. Hier ist alles richtig sortiert. Da haben wir auch alles richtig sortiert. Okay, dann ist er noch hier. So, schauen wir mal, wo wir die Banner aufhängen. Die Banner müssen wir auf jeden Fall anaufhängen. Da kommt eine passende Musik dazu. Hängen wir da zwei Banner auf? Dann können wir eventuell... Ja, jetzt hinstellen wäre auch cool, gell? Das geht nämlich auch, man kann die auch so hinstellen. Das ist auch cool. Okay, dann mache ich mal ganz kurz zu, weil ich das Gefühl habe, dass mir gleich irgendwas entgegenspringt. Was ist das? Ach, da sind jetzt Tageslichtsensoren draus geworden. Und was ist das? Moment, guck mal gleich mal. Da sind jetzt Tageslichtsensoren draus geworden. Wir haben eine Menge Zeug gehabt, was wir einfach hier hingestellt haben, weil wir es nicht anders nutzen konnten. Und das hat sich jetzt alles verwandelt, aber ich weiß nicht was. Und das müssen wir so rausfinden. Dann tue ich mal ganz kurz jetzt noch hier das hier rein, weil das brauchen wir auch gleich. Genau wie die Diamanterze, die kommen wir hier rein, die brauchen wir auch gleich. Moment, das klären wir gleich. Wir müssen erstmal hier jetzt den Zaun rein. Da brauchen wir ein bisschen Zaun zum Reparieren von draußen. Und dann hier irgendwo. Genau, hier sollen Schienen noch rein. Schienen, 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 Schienen. Schienen. So. Redstone! Wir haben kein Essen mehr. Also zumindest nichts mehr im Magen. Kohleblock.
Kohle. Den Eisenblock brauchen wir auch gleich. Lapis Lazuli Block, der Goldblock, den nehmen wir auch mal mit. Das Holz. Oh oh, oh oh, oh oh. Du lässt auf jeden Fall mal hier unseren Golem in Ruhe, du kleiner Pisser, du. Reicht dann so gut, aber ich glaub's nicht. Wie war der Golem noch? Ah, ich seh's nicht mehr. Nein, Alfredo! Aria lebt aber noch, oder? Aria? Aria lebt noch. Sieht bisschen verwirrt aus, die Kleine, aber geht keiner in den besten Familien vorkommen. So. Ihr müsst auf jeden Fall ausleuchten, dann meine ich mal gleich, bevor der wirklich noch ein Golem wegstirbt. Das hätte ich wirklich keinen Bock drauf. Deswegen jetzt hier und dann nahrungstechnisch Kartoffeln reingepfiffen. So, klack. Das ist dieser komische Wagen da am Weg. Okay, dann ist hier erstmal dicht. Müssen wir ausleuchten überall. Da war ein Holzblock drin mit einem... Ja, das kann ich jetzt natürlich erstmal vergessen. Gut. Holzblock war da noch drin und Zaun fehlt hier auch noch, habe ich gesehen. Ja genau, und hier kommt dann, genau, hier ist halt nochmal Zaun. Da kommt der Holzblock hin und dann war es das eigentlich auch schon. Jep, genau. Ganz genau, da war es das schon. Super, da fehlt ja gar nicht mehr viel. Nur noch der Holzblock mit der Blumenvase. Super gut. Hier kann man jetzt den ganzen Spaß noch mitnehmen hier. Dann können wir das auch einsortieren. Gucken, was essen, Moment. Schienen. Dann haben wir hier noch Erde. Erde war voll. Deswegen haben wir Erde 2 gemacht. Was ist das denn? Kaktusgrün. Müssen wir mal ausprobieren dann. Wir probieren das in den Farben gleich mal aus alles. Wir haben ja Zeit. Wir probieren das alles mal aus. Kein Problem. Leitung kommt erstmal da rein. Tageslichtsensor kommt da auch erstmal rein, weil ich mit dem noch nichts anfangen kann. Der Blumentopf. Den habe ich hier. Okay. Den kann ich gleich verwenden. Seltsames Zeug wie das hier kommt dann mal noch hier unten rein. So. Und gleich noch ein Blumenkopf mit einem einzigsten roten Pilz. Da haben wir es ja schon, gell? Da muss nur noch hier jetzt... Ah, Baumstamm. Baumstamm. Ich würde auch gerne mal schlafen vorher. Ich hoffe, jetzt kommt es hier nichts rein. Das wäre uncool. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt, dass du beim Schlafen von einem Zombie geweckt wurdest oder so. Das ist ewig her, dass mir das letzte Mal passiert ist. Weiß gar nicht, wieso. Vielleicht gibt es das gar nicht mehr, dass man von einem Zombie geweckt werden kann. Ich glaube aber schon. Also das würde ich mir zumindest vorstellen können. Warum sollten sie es rausnehmen? Wäre ist ja eine ordentliche Maßnahme. Ordentliche Maßnahme klingt auch gut. Okay, was ist das denn? Herr Sommer, achso. Dann wollen wir jetzt doch mal hier testen, wie das läuft. Klack, 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 klack. Dann. Diese komische Musik von... Ja, ihr wisst Bescheid. Im Hintergrund. Schlag, Stärke, Haltbarkeit, das ist der Gute, das ist der Gute, gell? Genau.
Diamantstiefel, Federfall 2. Diamantstiefel, Düste, okay, Feuerschutz. Diamanthose. Können wir jetzt alles super geil reparieren. Gut, dass wir das vorher nicht irgendwie in Angriff genommen haben oder so. Das hat hier nichts zu suchen.